Hallo, hier ist Angelika. Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute eine Tasche aus diesem Pullover. Ich habe mir herausgesucht ein Stück Stoff für das Futter, einen Reißverschluss für die Tasche und einen kleinen Reißverschluss für die Innentasche, die ich ins Futter nähen möchte. Und jetzt geht's los. Der untere Bund des Pullovers wird nachher an meiner Tasche oben sein. Da würde diese Känguru-Tasche auf dem Kopf stehen und deshalb trenne ich sie ab. Die Tasche habe ich nun abgetrennt, die lege ich weg, die brauche ich nicht mehr. Jetzt stecke ich die untere Kante des Pullovers gleichmäßig mit ein paar Stecknadeln aufeinander. Die kürzeste Stelle meines Pullovers ist hier am Ausschnitt. Hier habe ich 43 cm und die zeichne ich mir nun über die gesamte Breite an. Danach schneide ich den Pullover mit der Schere ab. Dabei entstehen ein paar solcher Fusseln. Die kann man einfach auszupfen, bis man oben gerade Reihen hat. Mein Pullover ist ein bisschen tailliert, das werde ich aber einfach nicht beachten, weil das Maschenware ist und das dehnt sich. Den Träger für die Tasche mache ich aus einem Ärmel. Dazu schneide ich zunächst einen Ärmel ab, dann trenne ich ihn oben an der oberen Falz auseinander. Und dann schneide ich ihn unten an der Naht auch auseinander. Die nun zwei entstandenen Teile setze ich längs zusammen, dass ich ein langes Band bekomme, das sozusagen spiegelgleich ist. Aus meinem Futterstoff habe ich einen Streifen geschnitten, so lange wie mein Träger werden soll und 10 cm breit. Da markiere ich mir die Mitte und lege rechts auf rechts meinen Pulloverärmel darauf und stecke das an den Längskanten fest. Vorher nähe ich an beiden Schmalkanten einen kleinen Saum. Dann stecke ich die gesamte Länge aufeinander, die Mitte auf die Mitte und die Enden aufeinander. Die Weite des Ärmels kann ich leicht verteilen, denn es ist ja Maschenware. Ich habe jetzt die erste Längskante gesteppt. Ich habe einen normalen Geradstich verwendet, keinen elastischen Stich, da mein Futter sowieso nicht elastisch ist. Die zweite Längsnaht steppe ich von der Futterseite her, füßchenbreit ab. Danach schneide ich den überschüssigen Ärmel mit der Schere ab. Damit sich das nach dem Wenden schön legt, habe ich die Nahtzugaben ausgebügelt. Jetzt stecke ich eine Sicherheitsnadel in die Nahtzugabe und fahre durch den Schlauch hindurch, bis ich auf der anderen Seite wieder herauskomme und dann ist der Träger eigentlich schon fertig. Wer möchte, kann jetzt die Längskanten absteppen. Ich möchte das nicht, denn da geht die Leichtigkeit und die Fluffigkeit des Materials verloren. Ich habe das auf einem Stoffrest ausprobiert, so sieht das aus, ein bisschen platt gedrückt. Damit es aber trotzdem ein bisschen Halt hat und sich nicht alles ganz und gar verschiebt, habe ich hier ein kleines Rechteck abgesteppt, an der Stelle, an der ich sowieso eine Naht habe. So sieht das jetzt aus. Jetzt nehme ich die Maße für das Futter. Die Höhe des Futters messe ich von unten bis zum Beginn des Bündchens, denn das Bündchen wird nicht gefüttert werden. Die Nahtzugaben nicht vergessen. Die Breite des Pullovers ergibt auch die Breite des Futters. Ich schneide das aus einem Stück zu. Nahtzugabe bitte wieder nicht vergessen. In mein Innenfutter soll eine Reißverschlusstasche eingenäht werden. Das ist der Reißverschluss und ich messe einen Streifen Stoff, ein bisschen breiter als der Reißverschluss lang ist. Die Länge des Streifens ist zweimal die gedachte Höhe der Tasche plus Nahtzugabe.
Ich habe die untere Naht der Tasche mit einem Stretchstich abgesteppt und dann verkurbelt. Wenn ihr keine Stretchstiche an der Nähmaschine habt, nehmt ihr einen schmal eingestellten Zickzackstich, das geht auch. Hier seht ihr nun mein fertiges Futter. Ich musste es doch aus zwei Stücken zuschneiden, da mein Stoff Fehler hatte. Ihr seht auch die fertige Innentasche. Wie die genäht wird, habe ich in diesem Video ausgespart, da wird es demnächst ein extra Video geben, denn das würde sonst hier zu lang. Sobald es hochgeladen ist, gibt es auch einen Link in der Infobox. Eine Wendeöffnung gibt es in diesem Futter nicht, weil ich es nachher von Hand einnähen werde. Mein Henkel hat 8 cm Breite und das wird die Breite der Tasche, also die Breite des Bodenabnähers unten. Meine Tasche bekommt jetzt einen Deckel. Meine Tasche ist 43 cm breit minus 8 cm Seite. Das ergibt 35 cm. Der Deckel wird also 8 mal 35 cm groß. Er wird zusammengesetzt aus zwei Streifen Stoff und einem Reißverschluss. Ich mache hier mal eine Skizze. Das hier ist der Reißverschluss. Hier seht ihr nun meine 4 Streifen Stoff. Den Reißverschluss, der ist zu lang, den werde ich kürzen. Und zwei Streifen, die am Ende des Reißverschlusses angesetzt werden. Zunächst werde ich das alles einmal bügeln. Ich öffne den Reißverschluss ein Stück, lege meinen Stoffstreifen rechts auf rechts darauf und stecke ihn fest. Danach drehe ich den Reißverschluss um, lege mein zweites Stoffstück mit der rechten Seite auf die linke Seite des Reißverschlusses und stecke es ebenfalls fest. Und dann muss ich nachschauen, wo ich genau nähe. Ich muss außerhalb des Reißverschlusses nähen, sonst bricht mir meine Nadel ab. Ich markiere mir das mit einem Falz. Ich habe das jetzt abgesteppt. Jetzt können die Nadeln heraus. So sieht das jetzt aus. Und jetzt werde ich es bügeln. Auf der anderen Seite nähe ich zwei kleine Nahtstückchen jeweils bis zur Reißverschlussraupe hin, denn ich kann nicht darüber hinweg nähen, mein Reißverschluss ist aus Metall, da würde mir die Nadel abbrechen. Ich kürze den Reißverschluss, indem ich mit der Schere den Stoff bis zur Raupe einschneide und dann mit der Beißzange die Raupe durchzwicke. In der Nahtzugabe mache ich von Hand ein paar Stiche, damit der Reißverschluss sich nicht unbeabsichtigt von hinten her öffnet. Nun lege ich meinen ersten Stoffstreifen rechts auf meinen Reißverschluss und stecke ihn an der Längskante mit Stecknadeln fest. Dann drehe ich das Ganze um und lege einen zweiten Stoffstreifen mit der rechten Seite auf die linke Seite des Reißverschlusses und stecke es ebenfalls fest. Nun wird diese Naht mit dem Reißverschlussfuß genäht. Ich habe das jetzt genäht. Das kann man jetzt umklappen. Hier seht ihr den Reißverschluss von links und hier von rechts. Jetzt werde ich das bügeln und dann von der anderen Seite wiederholen. Jetzt habe ich es auf der zweiten Seite genauso genäht. So sieht das jetzt aus. Und was jetzt hier durchs Bild spaziert, ist meine Katze Johanna. Jetzt schneide ich den Deckel an allen vier Seiten auf das genau gebrauchte Maß zurück. Nun wird der Deckel ans Futter genäht. Ich beginne dabei an den Seitennähten. Die Mitte des Reißverschlusses kommt genau auf die Seitennaht. Die Nahtzugabe kommt nach außen. Ich stecke es fest, dann nähe ich es, dabei bleibt rechts und links die Nahtzugabe frei, wie ihr es im Bild sehen könnt.
An der zweiten Schmalseite mache ich das genauso und dann steppe ich die längere Seite. Beim Nähen lege ich dieses Mal den Deckel nach unten und das Futter nach oben. Und am Anfang der Naht fange ich genau da an, wo das Ende der schmalen Naht ist. Der Deckel hat 8 cm Breite, der Träger hat 8 cm Breite, deshalb bekommt der Taschenboden jetzt auch 8 cm Breite. Dazu nehme ich das Teil so, wie ihr es im Bild sehen könnt, und lege die Bodennaht genau auf die Seitennaht. Senkrecht dazu zeichne ich mir eine Linie, und zwar genau an der Stelle, dass sie 8 cm lang wird. Und darauf wird dann gestippt. Ich habe jetzt die Ecken abgenäht. Die Zipfel schneide ich nicht ab, die geben dem Boden zusätzlichen Halt. Hier seht ihr die Außentasche, da habe ich die gleichen 8 cm Bodenabnäher genäht. Nun kommen Tasche und Futter zusammen. Ich stecke das Futter in die Tasche hinein. Ich werde das jetzt von Hand annähen. Beginnen werde ich dabei an den schmalen Seiten. Das Bündchen des ehemaligen Pullovers lasse ich dabei über den Taschendeckel hinausstehen. Es ist schwer, mit Worten zu beschreiben, was ich da tue. Schaut euch bitte einfach die Bilder an. Beim Feststecken mache ich erst die eine Schmalseite und dann die andere und danach die beiden Längsseiten. Hier von Hand eingenäht und zwar so, dass die Nahtzugabe nach unten zeigt. Jetzt habe ich da so einen schönen Rand. Nun muss ich noch meine Träger annähen. Ich habe dazu die Seitennaht aufeinander gelegt, dass das Futter und das Außenmaterial genau aufeinander liegt. Das kann man fühlen. Innen fühle ich, wo die Naht ist. Hier außen sehe ich es und habe mir hier eine Stecknadel reingesteckt, damit es genau hält. So, und nun habe ich mir das aufgesteckt. Hier ist das Bündchen vom Ärmel, das ist hier zu Ende und hier möchte ich steppen. Und ich orientiere mich hier an diesem Muster. Das habe ich mir jetzt hier mit zwei Stecknadeln festgesteckt. Das habe ich vorher ausgemessen, wie lang ich den Träger haben möchte. Ich kann den weiter nach unten oder weiter nach oben ansteppen. Das werde ich jetzt mit der Maschine ansteppen. Und zuletzt hefte ich dann dieses hier noch von Hand wieder an, dass das hier nicht so rumbommelt. So, meine Lieben, das war jetzt ein langes Video. Ich versuche sie immer kurz und knackig zu halten, aber wenn man alles erklären möchte, dann werden sie einfach lang. Im Hintergrund seht ihr jetzt noch einmal die Tasche von allen Seiten. In der Infobox findet ihr noch ein paar Links. Der Link zum Innenfutter kommt bald, versprochen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte wieder jede Menge Spaß beim Nähen und ich werde diese Tasche auch mit Sicherheit tragen. Sie gefällt mir sehr gut. Bis zum nächsten Video, eure Angelika. Tschüss!